Hörprobe. Dinge passieren nicht einfach so. Kapitel 12.1. Ohne sie klappt alles prima, wenn sie da ist, kriegt er keinen hoch. Seine Potenzstörung rettet ihn und seine Freundin vor schlimmer Krankheit. Ich coachte einen Mann, der wegen angeblicher Potenzstörung, die ihm sehr zusetzte, zu mir kam. Er hatte sich in eine sehr hübsche und erfolgreiche Frau verliebt und für diese seine Ehefrau und seine drei Kinder verlassen. Er war selbst ein sportlicher Typ, gesund und achtete sehr auf sich. Er war schon seit 6 Monaten mit seiner neuen Freundin zusammen, aber es war bisher nicht zu aktivem Sex gekommen. Jedes Mal, wenn er mit seiner neuen Freundin schlafen wollte, bekommte er keine Erektion. Egal was er machte, er schaffte es nicht. Er konnte nicht in sie eindringen. Im richtigen Moment versagte er immer. Bei anderen Frauen hatte er früher keine Probleme gehabt. Wenn er sich selbst befriedigte, lief alles gut und sonst war auch ein potenter Mann. Nur bei dieser Frau wollte es nicht klappen. Dieser Umstand brachte immer mehr Streit in die Beziehung. Er war schon beim Arzt und Sextherapeuten gewesen, aber nichts hatte geholfen. Es blieb ihm als letzte Option, Viagra einzunehmen, wie sein Arzt es ihm empfahl. Aber instinktiv wollte er keine Pillen einwerfen, weil er wusste, dass er gesund war und dass er normal war und ihn eigentlich auch hochkriegen konnte. Der verzweifelte Mann kam also zu mir, erzählte mir sein Problem, das nun dazu geführt hatte, dass es zwischen den beiden heftig kriselte. Nachdem ich ihm gut zugehört hatte, sagte ich ihm, dass er sich keine Sorgen machen solle, denn Dinge passierten nicht einfach so. Es musste einen positiven Sinn für ihn und für sie haben, warum die Situation so wäre. Ich sagte ihm, dass ich sicher sei, dass seine Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen, gut und nicht schlecht für ihn seien. Bevor wir mit dem Gespräch anfingen, empfahl ich aber, dass sich beide ärztlich untersuchen lassen sollten, um auszuschließen, dass einer der beiden eine Geschlechtskrankheit hatte. Er lehnte zuerst ab und sagte, er wisse, dass er gesund sei und seine Freundin auch eine klasse Frau mit Niveau und hätte auf keinen Fall eine Geschlechtskrankheit. Daraufhin klärte ich ihn auf, warum diese Denkweise gefährlich war. Genauso wie ihr ohne Kondome miteinander schlafen wolltet, ohne euch vorher untersuchen zu lassen, habt ihr das doch sicher auch mit euren früheren Partnern gemacht. Wie kannst du dann dein Wort geben, dass der Mann, mit dem sie vor dir Sex hatte, gesund war? Viele gefährliche sexuell übertragbare Krankheiten bemerkt man erst gar nicht. Das überzeugte ihn. 2 Tage später rief er mich an und sagte, dass sie die Idee gut fände, da sie so etwas bis dahin nicht gemacht habe und selbst daran interessiert sei. Eine Woche später rief er mich an und sagte mir, er wolle mich dringend sprechen. Wir trafen uns noch am gleichen Abend. Er sah sehr traurig aus und sagte mir mit ernster Miene, du hattest recht. Ich sagte ihm, dass es bei meiner Art, Menschen zu helfen, nicht um Recht oder Unrecht, nicht um Schuld oder Unschuld ging, sondern um Lösungen. Er solle mir nur sagen, was los sei, und wir würden die Lösung finden. Denn wie zu jedem Topf ein Deckel passt, so gibt es bei jedem Problem auch eine Lösung. Chlamydien, flüsterte er. Zuerst verstand ich nicht. Er wiederholte deutlicher. Sie hat eine Chlamydieninfektion. Und sie soll auch ihren früheren Sexualpartner informieren. Eine Chlamydieninfektion ist eine ernstzunehmende Geschlechtskrankheit und sie verursacht bei 70-80% der infizierten Frauen und etwa der Hälfte aller betroffenen Männer keine Symptome. Da es eine stille und schleichende Erkrankung fast ohne Symptome ist, bleibt die Infektion oft unerkannt und schadet somit dem Körper lange Zeit, bevor der Patient es merkt. Eine unbehandelte Chlamydieninfektion kann zur Beschädigung der weiblichen Eileiter und letztendlich zur Unfruchtbarkeit führen. Und das passiert sogar sehr häufig, da die Frauen meist gar nicht bemerkt, dass sie erkrankt ist. Bei Männern kann es zur Entzündung der Harnröhre und der Nebenhoden, zur Erblindung, Unfruchtbarkeit, Gelenkentzündung und Herzentzündung kommen. Ich lächelte und sagte ihm, wunderbar. Er fragte, warum wunderbar? Was soll daran gut sein? Ich habe ihr vertraut. Ich hätte nie geglaubt, dass diese Frau eine solche Krankheit haben kann. Du solltest dich im Gegenteil über diese Geschichte freuen und dankbar sein, dass du in dieser Zeit keine Erektion haben konntest. Deine Erektionslosigkeit hat dich gerettet und auch deine Freundin, die sich so sehr ein Kind von dir wünscht. Ihr solltet feiern, anstatt einen Schuldigen zu suchen oder den Verletzten zu spielen.
Er blieb ein paar Minuten still und sagte gar nichts, und ich auch nicht. Ich schaute ihn an und er blickte nachdenklich zu Boden. »Was soll ich nun tun? Wie kann diese Erkenntnis meine Erektion wiederherstellen?«, fragte er. »Indem du ihr bei der Behandlung beistehst, sie unterstützt und Verständnis zeigst, ihr keine Vorwürfe machst oder sie kritisierst und glücklich darüber bist, dass alles bald ein Ende haben wird und dass du gesund bist. Normalerweise ist die Behandlung einer Chlamydieninfektion mit Antibiotika sehr einfach und effektiv. Es wird sicher nur 2 bis 4 Wochen dauern. Danach versuche noch einmal mit ihr zu schlafen. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann führen wir den Danzelog erneut durch.« 2 Monate später rief er mich fröhlich an. »Es klappt und wie. Wir sind nur noch dabei, uns zu lieben.«